Hier spricht wieder der grüne Wolf. Hallo, Thema von heute ist die Ratinger Weststrecke. Das ist eine Güterzugverbindung, die derzeitig existiert, 1876 gebaut und 1983 vom Personenverkehr, sagen wir mal, befreit. Nur wenige Jahre später, schon Anfang der 90er, hat man gesagt, das war ein Fehler, wir wollen wieder Personennahverkehr hier auf der Weststrecke haben. Die Strecke selber verläuft von Düsseldorf Hauptbahnhof über Düsseldorf Rath, wo wir hier gerade am ehemaligen Rather Güterbahnhof stehen, Rating-Lindorf weiter Richtung Duisburg, am bekannten Entenfang vorbei, Bissingheim, und dann geht es links ab zum Duisburger Hauptbahnhof natürlich. Ja, der Grund, warum wollen wir unbedingt wieder diese Strecke wiederbeleben? Von Ratingen nach Düsseldorf fahren täglich 10.000 Menschen. Aber Ratingen ist gar keine Schlafstadt. Im Gegenteil, von Düsseldorf nach Ratingen fahren nämlich 5.000 Leute. Von Duisburg wiederum nach Ratingen auch in etwa 4.000. Und noch einiges an Bewegung mehr. So gibt es in Duisburg-Wedau bald ein Neubaugelände, wo 3.000 Wohnungen entstehen. Das sind ungefähr 5.000 bis 6.000 Menschen, die sich auch irgendwo bewegen müssen, die mobil sein möchten. Und das ist natürlich am besten nach Duisburg Innenstadt oder in Richtung Ratingen oder Düsseldorf mit der Ratinger Weststrecke zu erreichen. Dies bedingt aber auch, dass wir hier ein drittes Gleis brauchen. Denn diese Güterzugstrecke, das ist eine ganz wichtige Verbindung von Rotterdam bis nach Genua, die ist dermaßen stark befahren, dass ein S-Bahn-Verkehr im 20-Minuten-Takt hier nicht möglich ist. Ein drittes Gleis muss her. Für die Bürgerinnen und Bürger an der Bahnstrecke hat das einen riesengroßen Vorteil. Es muss Lärmschutz gebaut werden. Also nichts wie her mit der Ratinger Weststrecke. Die Politiker und die Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, das zu unterstützen. Die Städte Duisburg, Ratingen zusammen mit dem Kreis Mettmann und Düsseldorf sind hingekommen und haben gesagt, wir wollen das, und haben vor bereits 2 Jahren die sogenannte Wedauer Erklärung unterschrieben. Wir fordern die Landesregierung und die Bundesregierung auf, die Ratinger Weststrecke mit in das Programm der Landes- und Bundesverkehrswege aufzunehmen. Ein entsprechendes Gutachten des Trägers Verkehrsverbund Rhein-Ruhr ist unterwegs und wird Mitte des Jahres 2019 wahrscheinlich vorgestellt. Es bleibt spannend für die Ratinger Weststrecke. Der grüne Wolf sagt, freie Fahrt für die Ratinger Westbahn.